Heute habe ich euch fünf interessante Bücher rausgesucht, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen. Und es handelt sich um die neuesten Dystopien und Science-Fiction-Romane. Ich bin also gespannt, ob auch was für euch dabei ist. Und zwar ist das allererste neue dystopische Buch Die Berufene von M.R. Carey. Es geht um England in nicht allzu ferner Zukunft und einen grässlichen Parasiten, der die Menschen befällt. Millionen sind bereits infiziert und sterben auch an diesem Erreger. Bis auf eine kleine Schar von Kindern, die da irgendwie anders drauf reagieren. Und auf denen liegt nun die ganze Hoffnung, dass vielleicht ein Gegenmittel oder ja, ein Heilmittel gefunden werden kann. Und deshalb werden diese Kinder vom Militär gefangen gehalten. Aber irgendwas läuft nicht nach Plan. Und genau da knüpft dieses Buch an. Klingt für mich unglaublich spannend und ich habe es auf jeden Fall schon auf meinem Wunschzettel. Man kann ja auch irgendwie nie genug Dystopien haben. Das nächste Buch auf der Liste heißt Elysion und ist von Thomas Elbe. Das klingt schon ein bisschen, als hätte es tatsächlich auch Fantasy-Elemente, denn es spielt im Jahr 2135 und es geht um ein Mädchen namens Cooper, die mit der Droge Thea dealt. Thea nicht wie das, was auf der Straße liegt, sondern wie eine Droge, die ihren Anwendern tatsächlich übermenschliche Fähigkeiten ermöglicht. Ja, und tatsächlich kann diese Droge auch nur gewonnen werden, indem ein sogenannter Malach, so heißen diese grausamen, gottähnlichen Wesen in dem Buch, getötet werden. Tja, und eines Tages, als Cooper mal wieder auf der Jagd nach einem Malach ist, um an Thea ranzukommen, überbringt dieser ihr eine merkwürdige und mysteriöse Botschaft. Sie macht sich daraufhin auf die Reise durch eine komplett zerstörte und für uns ganz fremde Welt, in der eigentlich hinter jeder Ecke eine Gefahr lauert. Buch Nummer 3 ist wieder etwas, was gar nicht so fernab von unserer Realität ist oder vielleicht irgendwann mal sein wird. Es heißt Die Unsterblichen und ist von Drew Muggery. Dort geht es darum, dass der Mensch tatsächlich Unsterblichkeit erlangen kann. Denn schon im Jahr 2019 wird ein Mittel gefunden, das man sich einfach per Spritze geben kann und der Alterungsprozess wird aufgehalten. Natürlich finden die Leute das unglaublich toll. Ewig leben, ewige Jugend. Und immer mehr lassen sich impfen. Aber sie ahnen eigentlich gar nicht, was für Folgen das haben wird. Nur 10 Jahre später löst sich die Gesellschaft so, wie wir sie bis jetzt kennen, eigentlich schon auf. Und nochmal 10 Jahre später hat dann der Albtraum begonnen. So steht es zumindest in der Inhaltsangabe. Und ich finde, das klingt unglaublich spannend, weil, ganz ehrlich, wie viele Leute suchen nach einem ewigen Jungbrunnen? Ich fände das gar nicht so unrealistisch. Und sich darüber mal Gedanken zu machen, was sowas eigentlich für unsere Welt, für unsere Gesellschaft bedeuten würde, ist sicher auch spannend. Und das Ganze als ein, ja, dystopisches Szenario darzustellen, klingt nach Spaß. Weiter geht es mit dem Buch Level von Hugh Howey. Vielleicht kennt ihr den Autor schon durch sein erstes Buch Silo. Level ist nun praktisch eine Vorgeschichte dazu, allerdings steht es auch für sich allein. Es spielt im Jahr 2049, wo jemand damit beauftragt wird, eine riesengroße unterirdische Anlage zu bauen. Es gibt einen politischen Konflikt zwischen der USA und dem Iran und eine Katastrophe, die die Erde unbewohnbar machen wird. Die Menschen, die das alles überlebt haben, sollen in unterirdischen Silos Zuflucht suchen und dort wird streng reguliert von einem sehr, sehr strengen Regime, alles bestimmt. Es kommt, wie es nicht anders kommen konnte, es bricht ein Aufstand aus. Und alle Menschen, die in diesen Silos sind, sollen getötet werden. Doch einer weiß mehr über diese merkwürdigen unterirdischen Silos als alle anderen. Und genau das ist die Geschichte von Level. Finde ich, klingt auch sehr gruselig, sehr actionreich. Und bevor ihr jetzt schon direkt wegklickt, noch ein letztes Buch, was ich euch empfehlen kann. Nämlich Nexus von Ramez Naam. Auch hier geht es wieder um eine Droge, nämlich die Droge Nexus. Die ermöglicht es Menschen, die Grenzen ihres eigenen Bewusstseins zu überschreiten und tatsächlich mit anderen Menschen über das Bewusstsein in Kontakt zu treten. Doch wie es immer so ist, es gibt Leute, die große Erfindungen für sich missbrauchen. So auch eine Gruppe von Wissenschaftlern in diesem Buch. Und deshalb schleust die US-Regierung jemanden dort ein, der dem Ganzen ein Ende bereiten soll. Aber Lane, der dieserjenige ist, der dort eingeschleust wird, gerät dort ganz schnell in einen riesengroßen, dunklen Strudel aus Machtgier, Korruption und Mord. Lasst mich unbedingt mal wissen, welche dieser Bücher ihr schon kennt und welche euch interessiert haben. Ansonsten muss ich noch unbedingt darauf hinweisen, dass am 31.10. eine gute YouTube-Kollegin, die liebe Peach Galore, ihr eigenes erstes Buch veröffentlicht hat. Ich durfte es zum Glück schon lesen und war begeistert. Ich werde euch auch dazu nochmal einen Link unten in die Infobox packen und deshalb wollte ich euch auch nochmal fragen, ob ihr vielleicht Interesse daran habt, dass ich mal ein Video dazu mache, was für YouTuber eigentlich alle schon ein Buch rausgebracht haben und was für Bücher das so sind. In die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder und lest was Schönes.